150.000 Mitglieder in nur 6 Monaten. Das hat so schnell noch kaum ein anderes Internetunternehmen geschafft. Der Internetshop Casa Kanda hat sich in kürzester Zeit zum führenden Shoppingclub für Designstücke der unterschiedlichsten Art in Deutschland etabliert. Am 21. Februar gelang den Jungs von Casa Kanda dann der nächste Cup, nämlich der schnellste Exit eines Startups in den vergangenen Jahren. Unter den Investoren sind unter anderem auch Ashton Kutcher und der Manager von Madonna. Zu Gast sind heute Morgen zwei der Gründer Roman Kirsch und Sascha Weiler. Herzlich willkommen, ihr beide. Schön, dass ihr da seid. Hi. Ihr habt ja noch einen dritten Mann mit dem Boot, Christian Thiessen. Ihr seid also drei Gründer von Casa Kanda. Genau. Seid jetzt übernommen worden von Fab.com, einem amerikanischen Unternehmen. Was bedeutet das für euch? Naja, zuerst einmal ändert sich nicht viel. Wir bleiben natürlich weiterhin an Bord. Was sich ändert, ist, dass wir jetzt Teil einer globalen Firma sind. Fab.com ist in den USA das am schnellsten wachsende E-Commerce-Unternehmen gewesen, hat jetzt über 2,2 Millionen Mitglieder schon dort, sodass wir insgesamt auf über 2,5 Millionen Mitglieder innerhalb von nur einem Jahr kommen. Und wir werden jetzt von Berlin aus sozusagen die europäische Expansion vorantreiben. Und das ist natürlich eine super Aufgabe für uns in unserem Alter und mit unserem Background. Und das wird uns weiterhin noch hoffentlich mindestens genauso viel Spaß, wenn nicht sogar mehr Spaß bringen. Ja, auf jeden Fall gucke ich in strahlende, glückliche Gesichter. Ihr scheint alles richtig gemacht zu haben. 2011 habt ihr Casa Kanda ja erst gegründet, jetzt wie gesagt von Fab.com übernommen. Steckt aber die gleiche Idee dahinter. Das ist ein Designportal, wo man Design, Möbel, Klamotten, Schmuck und sonstiges bestellen kann, ordern kann. Was ist denn der Unterschied zu anderen Shoppingportalen? Der Unterschied ist, dass wir jeden Tag mehrere neue Kampagnen auf der Seite haben oder Aktionen, in denen du dann rumstöbern kannst, wo du jeden Tag quasi neue Dinge entdecken kannst, die du sonst nirgends anders findest. Also jetzt nicht so wie Amazon, wo es transaktionsbasiert ist, wo schon genau weißt, okay, ich will jetzt dieses eine Produkt kaufen, sondern bei uns ist es so, du kommst auf die Seite und lässt dich inspirieren und überraschen und das schaffen wir jeden Tag aufs Neue. Kaufen mehr Frauen oder mehr Männer bei euch? Wir haben mehr Frauen als Mitglieder, aber kaufen tun die Männer, die da sind, häufiger. Die bezahlen dann wahrscheinlich. Die bezahlen, genau. Die Kreditkarten, ja. Für die Frauen, ja. Was sind denn so die Produkte, die so am besten gehen letztendlich auf der Seite auch? Also ich meine, der Vorteil ist ja bei Casa Kanda, dass das alles wirklich bis zu 70% günstiger ist, genau. Ne? Also wir haben wirklich ein sehr, sehr großes Portfolio, sodass wir wirklich jeden Tag eigentlich für alle was dabei haben. Weil wir glauben halt, das Design unabhängig ist von den Produktkategorien, aber auch unabhängig von den Preisen. Das heißt, du kannst ein super schönes Design-T-Shirt und Design-Cap für 10 Euro kaufen, aber auch wirklich sehr, sehr teure Gemälde für meinetwegen 1.000 Euro. Was am besten läuft jetzt in den letzten Wochen waren Lampen, verkaufen sich super gut. Aber wir hatten auch sehr, sehr viele Produkte, die wir auf die Seite bringen, die Leute einfach nur zum Lächeln animieren sollen. Zum Beispiel ein Rauchmelder, ja, der in Vogelform verkauft wurde bei uns, den sonst nirgendwo sonst zu kaufen gibt, aber auch zum Beispiel Vibratoren in Designformat. Also da ist wirklich der Vorstellungskraft keine Grenzen gesetzt. Okay, also das heißt, ihr habt an alles gedacht eigentlich. Genau. In jeden Bereich euch mal ein bisschen reingedacht. Genau, die gesamte Bandbreite. Und dafür ist der Christian, der jetzt heute auch in Mailand ist, auf der ganzen Welt unterwegs, um dort auch die Produkte zu finden, die Leute dann eben auch zum Lächeln bringen. Das wäre auch so meine nächste Frage gewesen. Das sind tatsächlich Produkte, die es sonst gar nicht so unbedingt im Handel gibt. Also ihr macht euch ja schlau mit ganz, ganz vielen anderen Kontakten, die über die Welt zerstreut sind, was gerade am spannendsten und am schönsten auf dem Markt ist. Und dann holt ihr das sozusagen nach Deutschland. Und jetzt letztendlich dann auf fair.com oder fair.de. Genau. Das ist die deutsche Domain. Genau. Was habt ihr denn noch vor mit fair.de? Was ist denn so das Ziel für die nächsten Monate oder Jahre? Ja, also, ja, wir wollen natürlich... Seid ihr euch einig? Ja, aber sicher. Also das Ziel. Hoffe ich. Ich warte jetzt mal ab. Jetzt sonst kann ich gehen. Also wir wollen natürlich erstens weiterhin das am schnellsten wachsende E-Commerce-Unternehmen weltweit bleiben. Wie gesagt, wir haben jetzt über 2,5 Millionen Mitglieder. Facebook hat zum Beispiel innerhalb von 2 Jahren erst 1 Million Mitglieder geschafft, sodass du ungefähr eine Perspektive hast, wie schnell wir wachsen. Ich glaube, wir glauben halt, dass Design unabhängig ist von Preisen, von Produktkategorien und auch von Ländern. Das heißt, jeder, egal wo er ist auf dieser Welt, soll halt wirklich, wenn er auf fab.com, fab.de, wie auch die Domain immer heißen mag, geht, tolle Designprodukte anschauen können, sich inspirieren lassen können und kaufen. Hört sich auch immer alles total spannend und toll an. Jetzt wollen sicherlich die Leute vom Fernseher auch einfach wissen, wie funktioniert das Shoppen bei euch? Ist es wirklich so einfach, dass man ein Möbelstück oder Badematte oder sonst was suchen kann bei euch auf der Seite? Mit einem Klick hat man dann ein paar Ergebnisse oder wie läuft's?
Genau, also bei uns ist wie gesagt so, du meldest dich an, wir informieren dich dann täglich über unseren Newsletter, welche neuen Aktionen es quasi sind. In die Aktion kannst du dich dann einfach reinklicken, dir die Produkte anschauen und dann, wenn dir was gefällt, mit zwei Klicks das Ganze noch kaufen. Ja. Okay, das funktioniert dann auch alles online ganz problemlos. Wie sieht es da aus mit Datenschutz, Datensicherheit? Genau. Ja, das ist bei uns auf jeden Fall ein großes Thema. Also wir haben eine Person, die speziell dafür abgestellt ist, für die Datensicherheit zu sorgen, arbeiten da auch mit verschiedenen IT-technischen Maßnahmen, die mittlerweile auch schon Standard in der Industrie sind, die wir natürlich auch eingesetzt haben, dass Daten wirklich auch komplett sicher sind. Vielleicht noch ganz kurz zum Schluss. Ihr habt ja das Unternehmen 2011 gegründet, also seid auch ein sehr, sehr junges Startup, seid selbst erst, glaube ich, 22 und 23 oder 23, 24 Jahre alt. Also auch noch junge Leute, die wirklich eine zündende Idee hatten. Was habt ihr denn zum Beispiel für einen Tipp für junge Leute, die jetzt zuhören oder zuschauen und sagen, Mensch, irgendwie, die scheinen alles richtig gemacht zu haben. Worauf muss man achten, wenn man ein Startup gründet? Reicht eine gute Idee? Es sind eigentlich so drei Sachen, die, glaube ich, super wichtig sind für junge Unternehmer und Gründer. Das erste ist natürlich immer das Team. Das heißt, man muss irgendwie ein Team finden, bei dem man hundertprozentig sicher ist, dass alles funktioniert, dass alles passt. Und man geht immer, es ist wie eine Achterbahnfahrt. Man geht immer durch sehr, sehr viele Höhen, aber auch genauso viele Tiefen. Da muss man einfach zusammenhalten und sich vertrauen können. Das zweite, was wir festgestellt haben, ist, dass man wirklich hundertprozentig sicher ist. Jeder kann irgendwas am besten. Und man muss sich halt hundertprozentig auf die Sache, die man am besten kann, fokussieren und sich nicht von anderen Sachen ablenken lassen. Mhm. Und das Dritte ist halt wirklich, dass man auch nochmal nicht vergessen soll, dass man bei der Arbeit Spaß haben sollte. Ja? Dann kommt es einem auch nicht so wie Arbeit vor. Und vielleicht noch ein Quäntchen Glück. Ja, genau. Das und dann ist immer hat man nach einem halben Jahr ausgesorgt. So da wird nur gelacht. Ich danke euch, dass ihr heute Morgen im Studio wart. Roman Kirsch und Sascha Weiler von fab.de. Auf die Seite können Sie sich klicken, liebe Zuschauer, wenn Sie Interesse haben an den Designstücken, die die beiden heute Morgen vorgestellt haben. Danke. Vielen Dank. www.european-circle.de. The European Circle ist das unabhängige Forum für die Themen des Europas im 21. Jahrhundert. Mit kompetenten Europa-Experten liefert das Magazin sowohl fundierte Statements zum aktuellen Geschehen als auch Analysen und Hintergrundberichte. Europa macht Spaß. Lesen Sie bei The European Circle warum. Entdecken Sie, was Europa bewegt unter www.european-circle.de.